Hi Leute, heute geht es darum, warum deine falsche Freiheit dich häufig im Leben zurückhält und wie du bessere Entscheidungen treffen kannst. Okay, und zwar möchte ich heute mal auf dieses Thema falsche Freiheit eingehen und auch zu Beginn erstmal erklären, was ich damit meine und wie dir das helfen kann, wenn dir das bewusst ist, bessere Entscheidungen im Leben zu treffen und wirklich an einen anderen Punkt zu kommen, wirklich die Sachen zu machen, die du wirklich machen möchtest und dabei zu bleiben. Und das ist nämlich ein häufiger Punkt, den ich beobachtet habe. Ist heutzutage sehr gängig, egal ob das jetzt im Arbeitsbereich sein mag, ob das jetzt im Bereich Beziehung sein mag. Immer, wenn das Zwischenmenschliche natürlich da ist, aber auch wenn es darum geht, eine Sache längerfristig mal zu machen und darin erfolgreich zu sein, die umzusetzen und das auch für sich herauszufinden, was man wirklich eigentlich herausfinden möchte. Und in Beziehungen ist es vielleicht ganz gut zu beschreiben, darum mag ich das mal als erstes Beispiel nennen, weil heutzutage ist ja jeder so super freiheitsliebend und Freiheit ist ja ein weit definierter Begriff. Und in Beziehungen ist es halt häufig auch so, dass viele dann sagen, hey, okay, ich möchte mit mehreren Partnern eine Beziehung haben. Und ist ja auch völlig in Ordnung, kann jeder machen, wie er möchte. Aber was ich beobachtet habe, dass das häufig bei Menschen ist, die dann eher aus einer Situation flüchten möchten. Und dann sagen, hey, es ist doch meine Freiheit, wir sind ja alle so frei und ja, jeder macht halt, was er will. Aber am Ende ist es oft halt nur eine falsche Freiheit und nur eine Flucht aus einer Situation heraus. Und das mag jetzt bei Beziehungen zum Beispiel nicht immer der Fall sein, aber häufig ist es mir begegnet, bei Leuten, dass sie dann eher aus einer Beziehung flüchten möchten und dann sagen, ja, ich bin ja frei und der andere schränkt einen zum Beispiel in der Freiheit ein, indem man eben nicht so leben lässt, wie man möchte. Aber der wichtige Punkt ist halt, wenn man sich was für was entscheidet und ein Ja zu einer Situation sagt, sei es jetzt zum Beispiel in einer Beziehung, wo man sagt, okay, ich bin mit einem Partner zusammen, der möchte gerne monogam leben. So, ist nicht richtig oder falsch, aber wenn es vorher irgendwie klar ist und man sagt dann okay, und dann später möchte man das wieder ändern und sagt dann, ich bin aber frei, meine Meinung ständig zu ändern und aus der Beziehung einfach rauszugehen. Oder man hat eben die Situation, man erarbeitet was mit jemandem zusammen, und man hat sich das Ziel gesetzt, man möchte unbedingt Bobrennmeister werden. Weiß ich nicht was. Egal was. Man hat sich irgendein Ziel gesetzt, das möchte man erreichen. Und dann ist man jetzt auf dem Weg und man hat gesagt, okay, man zieht es durch, man möchte dahin kommen. Aber dann, auf dem Weg, wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen anstrengend. Und dann gibt es halt noch andere Sachen, die sind super cool und die wird man auch noch gerne machen. Aber dann, ja, dann sagt man sich so, hey, okay, ich bin doch frei, ich möchte mich halt jetzt nicht beschränken. Und dann wechsle ich wieder und mache wieder irgendwas anderes. Aber am Ende möchte man einfach mal eine Sache nicht durchziehen. Und das ist halt ein Riesenpunkt dabei. Diese falsche Freiheit wird oft einfach verwendet, dass man sagt, oh, ich bin ja frei und ich möchte erstmal alles ausprobieren und so weiter. Und dann wechselt man wieder und sagt, dann probiere ich doch lieber aus Tischtennis-Weltmeister zu werden oder was auch immer. So, und wechselt wieder. Und dieses ständige Hin- und Herwechseln
ist meist häufig nur ein Ausweichen so. Natürlich kann man eben mal was ausprobieren, aber wenn man dann nach dem fünften Mal feststellt, okay, es ist schon wieder nicht das, was ich gedacht habe, oder wenn man zum Beispiel auch den Job wechselt und jedes Mal hat man so einen doofen Chef, wo es nicht passt und immer das Gleiche. Und das nach dem fünften Mal. Es kann natürlich einmal passieren, dass irgendwie der Job nicht passt, dass irgendwie die Arbeit keinen Spaß macht oder sonst was. Aber wenn es irgendwie fünfmal hintereinander vorkommt und immer wieder das Gleiche, dann könnte man mal bei sich schauen und schauen, hey, okay, was passt denn vielleicht nicht? Warum suche ich mir immer so eine Arbeit raus, wo so komische Chefs sind? Wie war denn vorher die Situation? Ist es denn wirklich so? Und was kann ich machen? Wie kann ich damit umgehen? Oft ist es eben einfach nur eine Flucht aus einer Situation. Und dieses sich alle Optionen offen halten, ist ja ganz schön und nett. Aber am Ende ist es so, wenn man im Leben mal was machen möchte und man wirklich in die Tiefe gehen möchte und nicht einfach nur immer an der Oberfläche kratzen möchte und sobald ein Problem auftaucht, in eine andere Situation wechselt, sei es in der Beziehung, sei es das arbeitstechnisch, sei es sonst wo, dann entwickelt man sich halt nicht wirklich. Man bleibt immer schön in seiner Komfortzone, aber man ist ja so frei, ständig zu wechseln und so unabhängig zu sein. Und am Ende ist jedes Ja, dass man sowas gibt, was man machen möchte, ist auch ein Nein zu anderen Sachen. Und es ist auch gar nicht schlimm, so. Wenn man halt denkt, okay, ich möchte Tischtennis, Basketball, Fußball, Volleyball, ja, Handball, egal was, die so alle Dinge gleichzeitig spielen. So, dann kommt man nirgends so in die Tiefe, dass man da richtig gut drin wird und es einem auch, gerade dadurch kommt ja immer mehr der Spaß, wenn man sich mal fokussiert und bei einer Sache mal über einen längeren Zeitraum bleibt. In einer Beziehung mal über einen längeren Zeitraum bleibt, mal an einer Sache über einen längeren Zeitraum arbeitet. Und dazu sollte man sich natürlich bewusst entscheiden. Und diese Freiheit hat man auch. Aber man sollte nicht dann diese falsche Freiheit so auslegen und sagen, oh, jetzt wechsle ich jederzeit wieder zurück. Man sollte sich selber dieses Commitment mal geben, wenn man was macht. Wenn man sich für was entschieden hat und erst dann ist es eine richtige Entscheidung, wenn man sagt, okay, man zieht es dann auch durch und nicht sobald ein Problem auftaucht, dann wechselt man. Und das ist dann oft einfach nur so ein Ausweichen und dann wird, wie gesagt, vorgeschoben, oh, das ist doch meine Freiheit und heutzutage in Beziehung zum Beispiel sowieso. Und häufig merkt man da gar nicht, dass man sich mit dieser falschen Freiheit selber einschränkt und beschränkt. Und sich dann auch immer wieder bewusst zu machen, okay, ich habe mich dafür entschieden. Ein schönes Beispiel finde ich immer, stell dir vor, Reinhold Messner, dass er jetzt auf Mount Everest geht, so, dass er sich dazu entschieden hat. Es ist für ihn ja keine Qual. So, das ist, er möchte das machen. Und wenn dann jemand sagt, hey, trinkst du gar keinen Alkohol? Trinkst du gar nicht? Und sagt halt, nö, ich möchte halt das und das machen. Und das ist dann nicht, dass man keinen Spaß im Leben hat. Aber wenn man was machen möchte, dann geht man halt voll da rein. Und dann ist es auch kein Verzicht, sondern man merkt, okay, ich möchte das machen, da gehe ich hin und das ist immer ein Gesamtpaket. Mit dem einen Ja zu einer Sache sagt man auch Nein zu einer anderen Sache. So ist es immer in dieser Welt. Und das, damit muss man erstmal klarkommen und das muss man handeln und sich anschauen. Das ist ein super wichtiger erster Schritt. Und wenn du vielleicht eine der Situationen kennst, die ich gerade geschildert habe, dann schreib gerne mal unten drunter, wann dir das vielleicht bei dir selber mal aufgefallen ist. Ob du vielleicht selbst manchmal aus einer Situation vielleicht ausweichst. Ist natürlich immer eine Sache, wo vielleicht im ersten Moment vor allem schwer ist, sich selber einzugestehen. Flüchtet man jetzt eigentlich oder nicht? Und am Ende kann man das
auch nur sich selber beantworten. Ist es gerade so eine falsche Freiheit, die man ausleben möchte und sagen, oh, jetzt habe ich aber gemerkt, es ist meine Erfüllung, doch Basketball zu spielen. Aber komischerweise kommt alle paar Monate eine neue Lebenserfüllung, die so super ist, dass alles andere liegen lassen werden muss. Ist es wirklich so? Und das kann man sich wirklich dann im Inneren selber beantworten. Schreib gerne mal das Video, ob du dich vielleicht ertappt gefühlt hast, selber. Oder ob du wirklich die Dinge durchziehst, die du machen möchtest und dich dann auch diesen Situationen, wie sie halt sind, stellst und da durchgehst und dich dadurch entwickelst und dadurch an einen ganz anderen Punkt kommst, zu einem ganz anderen Menschen wirst. Das würde mich interessieren. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, einen kleinen Denkanstoß gegeben hat, abonniere gerne den Kanal, gib einen Daumen nach oben, aktiviere die Glocke und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag heute noch und mach's gut. Bis dann. Ciao.